Diese Pflanze hat keine wirklichen Blütenblätter, leicht zu erkennen. Und der Geruch ist ziemlich extrem. Wenn ihr euch damit einreibt, solltet ihr eigentlich von keinen Moskitos oder Zecken mehr gebissen werden. Ein prima Insektenschutz in der Natur. Also merkt euch diese Pflanze, wenn ihr unterwegs seid. Sie wächst auf steinigem, felsigem Untergrund und ist im Wald leider sehr wenig zu finden. Das ist ein sehr aromatischer Duft. Also, ich persönlich wollte mich jetzt auch nicht beißen. Ich probiere einfach mal, wie sie schmeckt. Super bitter und ekelhaft. Ich bin mir ganz sicher, da will kein Moskito reinbeißen.